So, hallo ihr Lieben, willkommen bei Sastre im Vermessungsstudio von der optimalen Frisur.de. Mein Name ist Michael Wittek und wir zeigen euch heute einen französischen Flechtzopf, den unsere Mitarbeiter, die Vanessa, macht. Viel Spaß dabei. Hallo, mein Name ist Vanessa Ramold und ich mache heute für euch einen französischen Zopf. So, ihr teilt euch hier drei Passés ab, sollten nicht zu dick sein, also 3 cm ungefähr so. Fangt hier einfach mal ganz normal an zu flechten. So. Nehmt gleich von der Seite was mit dazu, dass es gleich am Kopf anliegt. Oben auch. Schön darauf achten, dass es gut am Kopf liegt. So. Nicht zu dick dazu nehmen. So. Festziehen. So, und wenn es zu den Seiten geht, gleich mitgehen mit dem Zopf, weil sonst hängt er später runter. Die andere Seite nehmen wir auch mit dazu. Jetzt gehen wir schon höher, damit wir das über den ganzen Kopf kriegen. So, nehmen wir das letzte Passé auch noch mit dazu. Schön nach oben gehen. So. Den Pony lassen wir draußen. So, den Rest flechte ich jetzt ganz normal weiter. Nach vorne hin. Durch unten einen kleinen Haargummi rein, am besten einen kleinen, dann sieht man den nicht so. Dann setze ich das Ganze einmal hier rum, die andere Seite. Befestige das hier rum. Zum Schluss verstecke ich das alles ein bisschen drin. So. Setze da noch eine Klammer hin. So.
So, Julia, dann zeig dich doch nochmal mit deiner Flechtfrisur. Cool. Also, danke und viel Spaß beim Nachmachen.